Hallo und herzlich willkommen zu Disney Dreamlight Valley. Ja, vor mir sammeln sich jetzt schon die ganzen Eichhörnchen. Ich komme mir ein wenig vor wie Dornröschen. Nee, nicht Dornröschen. Doch, Dornröschen war es ja, die in den tiefen Schlaf gefallen ist. Alle laufen hier weg, so nach dem... Oh, oh, was macht Schweini denn da? So geht das aber nicht. Du kannst nicht einfach das Eichhörnchen aufhalten, ne? So, wir haben ganz viele Quests, die wir theoretisch noch machen können. Die zauberhafte Mini steht noch offen und wir haben noch eine Quest von Wolli offen. Ja, und wir haben noch die Sache mit Buzz Lightyear. Lust habe ich darauf nicht, bin ich ganz ehrlich, weil das immer eine Riesensucherei ist. Aber schauen wir erstmal. Ich würde erstmal gucken, denke ich mir mal, Moment, Wolli haben wir schon durch? Wolli habe ich gar keine Quest mehr. Oder habe ich die Sachen eventuell weggetan? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich hatte ja auch einige Sachen... Moment, wir hatten blaue Kartoffel gefunden. Geliehenes Zauberbuch, das war die Sache mit Mini. Rezept für große Meeresflocken. Achso. Oh, das haben wir noch gar nicht benutzt. Das gehörte eigentlich zu einer Quest, die wir schon abgeschlossen hatten. So, okay, dann haben wir wieder einen Platz mehr. Die müssen ja noch drin bleiben für die andere Quest. Und ich meine aber, wir hätten noch was gefunden, was wir dann erstmal zur Seite gelegt hatten. Ich bin jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Es kann auch sein, dass wir die Sachen schon wieder rausgeholt hatten. Hier oben sind nochmal zwei Kartoffeln. Dann hätten wir drei Kartoffeln. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas triggert, wenn wir die alle mal ins Inventar nehmen. Nee, kommt aber anscheinend keine neue Quest für raus. Er läuft hier rum? Nee. Dann, ja, denke ich mir mal, müssen wir anscheinend noch mehr davon kaufen. Finden. Ja, du sollst das übertragen. Und nein, ich habe nicht die richtige Taste gedrückt. Ich gebe es zu. Der Anfängerleitfaden für Verwandlung. Hilfreiche Anleitungen, wie man einen Prinz in einen Frosch oder einen Kürbis in eine Kutsche verwandelt. Grundlagen von Flüchen und Verhexungen. Okay, ich weiß, dass ich die mal da reingetan habe, aber die gehören zu keiner Quest. Steht ja auch nicht dieses Zeichen hier oben drin. Zaubere deine Sorgen weg. Einfache Anleitung, um alles zu zaubern, was du dir wünschst. Jetzt bin ich gerade ein wenig verwirrt, weil das klingt so nach der einen Quest, die wir noch machen können. So, ihr seht das, glaube ich, nicht. Ich muss mir mal ganz kurz hier was wegklicken, weil Windows mir irgendeinen Mist gerade hier unten reingemacht hat. Aber dank OBS sieht man keine Overlays. Dann würde ich sagen, da sie jetzt gerade zufälligerweise wach ist, dass wir uns mal der Aufgabe von Mini widmen. Entschuldigung, ich bräuchte deine Hilfe. Oh Gott, ich weiß aber nicht, ob das so gut war, weil meine Stimme heute Morgen nicht so gut ist. Und wenn ich Mini synchronisiere, ist das immer so eine Sache. So, wir geben ihr erstmal das Zauberbuch. Oh, hallo. Hi Mini, ich habe dieses Buch auf der Wiese gefunden. Ich dachte, es könnte Merlin gehören, aber es sind Notizen mit deiner Handschrift drin. Yippie. Oh, danke. Danach habe ich schon überall gesucht. Was wolltest du mit einem Zauberbuch? Willst du eine Zauberin werden? Oh nein, ganz und gar nicht. Ich habe mir ein paar Bücher von Merlin ausgeliehen, weil, nun ja, ich unbedingt erfahren wollte, was mit mir passiert ist. Was mit dir passiert ist? Du meinst, als du im Hier und Dort verschwunden warst. In letzter Zeit schlafe ich sehr schlecht. Ich habe einfach solche Angst, dass es wieder passieren könnte. Du musst dir deswegen keine Sorgen machen. Nun, ich mache mir keine Sorgen um mich. Wenn ich verschwinden kann, dann kann das auch allen anderen passieren. Manchmal schaue ich mir die anderen Dorfbewohner an und befürchte, dass sie vor meinen Augen verschwinden. Ich weiß einfach, dass es irgendwo in Merlins Bibliothek eine Antwort geben muss. Es muss einen Weg geben, wie wir sicherstellen können, dass nie wieder jemand verschwindet. Aber ich werde aus keinem dieser Bücher schlau. Ich werde mit Merlin sprechen und sehen, ob er eine Idee hat. Wir brauchen eine Lösung. Ich möchte, dass du dich hier sicher fühlst, Mini. Du bist so nett, Gameplayerin.
Das tue ich auch. Meistens. Oh. Ich habe versucht, eine Lösung zu finden, ohne Merlin zu belästigen. Aber du warst wahrscheinlich... du hast wahrscheinlich recht. Wir sollten ihn um Rat fragen. Ich versuche weiter herauszufinden, ob in diesen Büchern etwas steht, das ein Hinweis sein könnte, während du mit Merlin sprichst. Auf Wiedersehen und vergiss nicht, ich hab dich lieb. Ja, meine Stimme mich heute nicht mehr. Die ist sowieso schon ein bisschen kratzig von dem ganzen Reden. Ja gut, und dem Singen heute Morgen mal wieder während der Autofahrt. Das ist jeden Morgen so, also von daher... sollte sich die Stimme eigentlich daran gewöhnt haben. Ah, wir müssen hier mal eben kurz die Eier aber vorher abpflücken. Hatten wir da eigentlich nicht drei Büsche von? Oder habe ich jetzt einen irgendwie vergessen? Ist Merlin überhaupt hier? Ich gehe so automatisch hier hin. Der ist wieder am Essen, oder? Ja, der ist doch ständig irgendwo am Futtern, wenn er nicht da ist. Da. So. Ich habe so viele fantastische Nachbarn. Das ist schön. Ich muss mit einem von ihnen sprechen. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Ah, Gameplayerin. Ich glaube, ich weiß genau, warum du heute zu mir gekommen bist, um zu reden. Es geht um Minnie, oder? Sie ist ganz schön durcheinander, weil sie befürchtet, dass sie wieder verschwinden könnte, nicht wahr? Allerdings, es geht um Minnie. Sie hat mich gebeten, mit dir zu reden. Sie wollte dich nicht stören. Unsinn. Sie könnte niemals lästig sein. Ich bin gerne bereit, in solchen Angelegenheiten zu helfen. Gibt es in deinen Zauberbüchern etwas, das helfen könnte? Ich habe lange darüber nachgedacht und ich glaube, ich weiß genau, wie wir dieses Dilemma lösen können. Wir werden die mächtigste Art der Magie einsetzen, die es gibt. Zuerst musst du mit einigen Dorfbewohnern sprechen und sie fragen, was ihnen an Minnie am besten gefällt. Vielleicht sollte ich Elsa, Anna und Vajana fragen. Aha. Hör gut zu, dieser Teil ist entscheidend. Sobald du mit ihnen gesprochen hast, musst du mir ein paar Traumscherben bringen. Mit allen zusammen können wir Minis Dilemma lösen. Zumindest hoffe ich, dass wir das können. Und jetzt lauf. Nee, laufen will ich nicht, aber ja. Ja, doch, das war die Tür. Sprech mit Elsa, Anna und Vajana. Natürlich. Das war so klar. Sobald ich da rausgehe, oder hat die eben auch schon hier gesessen, dann habe ich sie nicht gesehen. Dann tut es mir leid. Anna? Hey, du bist hier. Ja. Du hast diesen Gesichtsausdruck, Gameplayerin. Ich muss dich etwas Seltsames und möglicherweise Magisches fragen. Also stell nicht zu viele Nachfragen, Blick. Bingo. Ich wusste es. Dann lass mal hören. Wie kann ich helfen? Es ist ganz einfach. Sag mir einfach, was du an Minnie am meisten magst. Hm? Was ich an Minnie am meisten mag? Das ist eine schwierige Frage. Es gibt so vieles. Sie ist so liebenswert. Wenn ich es eingrenzen müsste, würde ich sagen, dass ich an Minnie am meisten mag, dass sie mich immer zum Lächeln bringt. Sie ist so freundlich, aber auch so lustig. Ihr fallen immer die kleinen Dinge hier auf. Sie bringt mich fast so oft zum Lachen wie Olaf. War das hilfreich? Das war perfekt, Anna. Vielen Dank für deine Hilfe. Vielen Dank. Habt ihr euch jetzt gestritten? Oder warum ist Stitch jetzt auf einmal auf der anderen Seite? Der hat doch gerade noch mit Merlin zusammen gegessen. Sag mal, was ist denn hier schon wieder los? Da kommt man einmal aus dem Restaurant raus, weil man mal kurz was besprechen wollte. Und schon ist hier ein Riesenaufstand und ein extremes Gewitter. Hallo? Disney Dreamlight, was ist heute mit dir los? Nee, sie wollte ich nicht. Moment, wen wollte ich denn überhaupt? Also, Elsa brauchen wir auf jeden Fall noch. Vajana war das, ne? Vajana brauchen wir auch noch. Genau. Ja, das geht ja mal gar nicht hier. Die muss ich mal kurz wegmachen, weil sonst kann man sich ja gar nicht mehr bewegen. Schlimm, schlimm. So, Vajana nicht weglaufen. Ich komme zu dir rein. Es ist richtig mies nass draußen. Du hier. Großartig. Denn wir haben viel zu tun. Das ist richtig. Hey, Vajana, ich hätte eine kurze Frage. Was magst du an Minnie am liebsten? An Minnie? Naja, da ist... Oh, oder wie wäre es mit... Ach, was ich auch nicht vergessen kann.
Ich hab's. Das Besondere an Minnie ist, wie stark sie innerlich ist. Es ist egal, welcher Sturm auf sie zukommt. Minnie setzt einfach die Segel und fährt los. Sie gibt niemals auf. Außerdem kennt sie jeden im Dorf, daher kennt sie so viele großartige Geschichten. Wenn ich es mir recht überlege, erinnert sie mich an meine Grandma Thala. Komm einfach wieder. Ich bin definitiv hier. Na, ich habe dich auch sehr oft schon woanders gesehen. Also versprich nichts, was du nicht halten kannst. So, wo ist Elsa? Wenn sie schon nicht zu Hause ist, müsste sie doch eigentlich irgendwo zu Fuß... Ah, da ist sie. Ah, das ist ganz, ganz schlecht. Weil, wenn sie nämlich da ist... Ich halte das mal im Blick, dass sie nicht rauslaufen kann. Also nicht unbemerkt rauslaufen kann. Oh, wenn sie nämlich da ist, muss ich mir nämlich auch mal die Sachen hier angucken. Was war jetzt mit Ratatouille? Moment, da ist sie. Elsa! Hallo. Hi. Könntest du mir vielleicht zur Hand gehen? Kann ich dir bei irgendwas helfen, Gameplayerin? Sag mir, was du an Minnie am meisten liebst. Etwas Besonderes und Einzigartiges an ihr. Ah. Ich glaube, ich weiß genau, was du meinst. Wow. Wenn du mit Minnie sprichst, weißt du einfach, dass sie dir wirklich zuhört. Sie gibt wunderbare Ratschläge. Aber vor allem zeichnet sie sich dadurch aus, dass sie eine gute Zuhörerin ist. War das alles, was du wissen wolltest? Das war's. Danke, Elsa. Du warst mir eine große Hilfe. Vielen Dank auch. Danke. So, ich weiß nicht, ob das hier mal so kalt wird, dass ich die brauche. Aber die nehme ich auf jeden Fall mit. Die habe ich aber, glaube ich, schon mal... Oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich nehme die einfach mal mit. Auf Wiedersehen und bis bald. Den hatte ich auf jeden Fall noch nicht, soweit ich weiß. Warte, Dagobert, ich muss mal... Einen schönen Tag noch. Das hatte ich auch noch auf gar keinen Fall. Das muss ich mir auf jeden Fall holen. Soll ich diesen Regen in Schnee verwandeln? Die hatte ich, glaube ich, schon, aber die kann ich noch mal holen. So, das braucht man nicht. Das müsste ich schon gehabt haben. Die hatten wir auf jeden Fall. Die hatte ich auf jeden Fall noch nicht. Sei gegrüßt, Nachbar. Hey. Die sieht klasse aus. Und die hatte ich auch nicht, soweit ich weiß. Hallo. Schade, dass es nur so wenig Zimmer gibt. Ich meine, gut, ich habe noch nicht alle freigeschaltet, glaube ich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass noch so viele mehr kommen werden. Doch, Moment, die Etagen habe ich aber, glaube ich, alle freigeschaltet. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Ja gut, männliche Sachen sehen komisch aus, wenn ich die jetzt holen würde. Traumscherben. Muss ich die... die muss ich im Prinzip nur rausholen, oder? Das andere wären gereinigte Traumscherben. Jetzt muss ich mal eben schauen hier. 6 Traumscherben brauchen wir auf jeden Fall. Genau. Ach, da haben wir sogar schon... Oh Gott, da haben wir schon 2 Stapel von mittlerweile. Ach, herrje. Wir haben noch mehr als 2 Stapel davon. Eieiei. Was habe ich gesagt? 6 Stück brauchen wir, ne? Dann nehmen wir die mal mit. So, dann geht's einmal zurück zu Merlin. Wo ist der? Der ist noch am Essen. Okay. Schlechte Bedienung heute, ne? Aber der Remi läuft ja die ganze Zeit draußen rum. Dann kann er ja drinnen nicht bedienen. Das heißt, dementsprechend warten... Jetzt sitzen sie schon wieder alle anders hier. Hallo? So, jetzt gehen wir erstmal alles weiter. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Das ist richtig. Ich habe mit den anderen Dorfbewohnern gesprochen und diese Traumscherben gesammelt. Brauchen wir sonst noch etwas für den Zauber? Zauber? Welcher Zauber? Oh je. Ich fürchte, es handelt sich um ein Missverständnis. Ich brauchte diese Traumscherben nur für meine Forschung. Es tut mir furchtbar leid. Ich dachte, du würdest es verstehen. Nein, ich fürchte, es gibt keinen Zauberspruch, der Minis Problem lösen kann. Es muss aber einen Weg geben, ihr zu helfen. Aber sicherlich, kein Grund zur Sorge, den gibt es. Was Minnie und uns alle hier schützt, ist eine ganz andere Art von Magie. Freundschaft, Liebe und Fürsorge. Das ist es, was dieses Tal zusammenhält.
Freundliche Worte und kleine Gefälligkeiten sind die Quelle all dieser Magie. Minnie muss einfach gezeigt werden, dass dieser Geist diesen Ort nie verlassen wird. Deshalb wolltest du, dass ich mit den anderen Dorfbewohnern spreche. Wenn ich Minnie erzähle, was sie gesagt haben, erinnert sie sich an die Liebe, die uns alle miteinander verbindet und dass wir hier alle sicher sind, solange wir das nie vergessen. Ich versuche es. Danke, Merlin. Ich lüpfe meinen Hut. Lüpf du deinen Hut. Wo ist Minnie? Die ist da unten. Minnie, ich komme. Meine Stimme versagt zwar gerade und es kann sein, dass ich die jetzt im Restaurant vergessen habe, aber ich komme. Moment. Ich muss erstmal so stehen. So. Oh, hallo. Oh, hallo, Gameplayerin. War Merlin eine Hilfe, um dieses magische Chaos zu beseitigen? In den Büchern, die er mir geliehen hat, standen so viele interessante Informationen, aber nichts, was uns weiterhelfen könnte. Merlin gab mir einen sehr mächtigen Zauber. Das hat er? Was für eine Art Zauber? Nun, es ist ein Zauber, der das ganze Dorf vereint. Es ist eine Art Magie, die auf freundlichen Worten hört sich so komisch an. Auf gegenseitiger Hilfsbereitschaft beruht. Aha. Wirklich? Das klingt nach einer ganz besonderen Art von Magie. Merlin hat mich dazu gebracht, mit einigen Dorfbewohnern zu sprechen, damit wir dich daran erinnern, wie wichtig du für uns bist. Elsa hat mir erzählt, dass du immer ein offenes Ohr für sie hast, wenn sie eine Freundin braucht. Anna hat mir gesagt, dass niemand sie so sehr zum Lachen bringen kann wie du, außer vielleicht Olaf. Und Vajana meint, dass sie an dir am meisten liebt, was sie an dir am meisten liebt, ist deine innere Stärke und dass du niemals aufgibst, egal was passiert. Oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Gameplayerin. Das ist so nett. Oh. Ich bin auch sehr dankbar dafür, aber wie verhindert das, dass wir im Hier und Dort verschwinden? Weil das der Zauber ist, Minnie. Wir werden nie wieder verschwinden, solange wir... nie aufhören, uns umeinander zu kümmern. Oh, ja, natürlich. Es ist so simpel. Es ist mir ein bisschen peinlich, dass ich es nicht früher erkannt habe. Nun, ich denke, ich kann Merlin diese Bücher zurückgeben. Solange du und ich hier sind, wird alles gut. Ich werde nämlich immer dafür sorgen, dass alle wissen, wie sehr sie geliebt werden. Und ich werde immer allen helfen. Das Teil beschützen. Ich sag mal, allen helfen. Ich weiß, dass du das wirst. Oh, mir ist gerade noch etwas eingefallen. Ich war so besorgt, dass alle verschwinden würden. Ich habe nicht gemerkt, um wie viel Lehm ich dich gebeten habe, um diese rustikale Turmuhr zu bauen. War es zu viel? Es war zu viel, Minnie. Aber ich sag mal schon okay. Puh, ich bin froh, dass es nicht so schlimm war, das alles zu sammeln. Als Dank habe ich selbst etwas Lehm gesucht. Ich möchte, dass du ihn bekommst, damit du bauen kannst, was du willst. Onkel Dagobert ist so glücklich darüber, dass die rustikale Turmuhr jedem im Dorf die Zeit anzeigt, dass er dir auch eine kleine Belohnung geben möchte. Hier, bitte. 50 Lehm. Das ist nicht schlecht. Dankeschön. Und nochmal 500. Ich denke mal, das war jetzt das, was von Dagobert noch dazu gekommen ist. Ja, cool. Das ist richtig cool. Ich schaue gerade mal auf die Uhrzeit. Eigentlich hatte ich gehofft, dass die Quest ein bisschen kürzer ist, damit ich noch die restlichen Aliens dazwischen schieben könnte. Aber, naja, bei 20 Minuten knapp ist das vielleicht doch ein bisschen lang für heute. Dann würde ich sagen, dass ich erstmal hier die Quest beenden, die Folge beenden werde. Und dass wir dann in der nächsten Folge gucken. Ich glaube, da haben wir jetzt nur noch... Ja, da haben wir aktuell nur noch das von Buzz. Ich frage mich immer noch, wo eigentlich das von Wally ist. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil der hatte doch eigentlich auch eine Quest. Aber jetzt hat er irgendwie keine mehr. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts weggetan oder so. Oder wir haben ihm nur was abgegeben. Das kann natürlich auch sein. Ich habe es jetzt gar nicht mehr so im Kopf, wenn ich jetzt ehrlich bin. Zumal ich jetzt auch die letzten Tage wieder ziemlich am Kränkeln war. Dann konnte ich auch nicht mehr spielen. Und ja, da vergisst man solche Sachen dann auch wieder. Ja.
10 Dorfbewohner müssen wir auf jeden Fall noch sammeln. Dann würde ich sagen, dass ich das ja dann wahrscheinlich auf 2 Tagen machen muss. Mit ganz viel Pech sogar auf 3 Tagen. Das wäre natürlich nicht so dolle. Dann schneide ich euch das alles zusammen. Ist ja gut, Mini. Dann schneide ich euch das alles so zusammen, dass ihr das in einer Folge gucken könnt, wenn es nicht zu lange wird. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.